Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge OMSI 2. Wir sind heute immer noch auf dem Rapper Rheinhausen unterwegs. Heute allerdings mal mit dem Mercedes-Benz O405 G, also der Gelenkbus-Variante. Wir fahren heute auf der Linie 25, allerdings schon etwas später, 20 Minuten von Null. Wir fahren heute auch nur von Reifenberg, also von... Wie heißt denn hier die Dingshaltestelle? Mensch. Wie heißt die Haltestelle hier? Hier genau, Bismarck-Zentrum. Wenn wir nicht mit der 25 bis noch zum Diakonissenkrankenhaus fahren, weil da waren wir ja schon mal mit der Linie 35, ihr erinnert euch. Deswegen werden wir heute nur bis zum Hauptbahnhof fahren. Und von dort geht es dann weiter mit der Nachtlinie. Aber so weit sind wir noch gar nicht. Ich habe schon Fahrplan ausgewählt, wir haben noch knapp 500 Minuten Zeit. Ich würde sagen... Gucken wir uns erstmal kurz den Bus an. Also außen habt ihr ihn ja schon so ein bisschen gesehen. Das ist halt ein O405 in der Gelenkbus-Variante. Ja, das Dashboard sieht eigentlich ziemlich einfach aus. Ich mach mal die Elektronik an. So, Moment. So, jetzt ist überall Licht an. Ja, aha, guck mal, jetzt sind wir noch schon viel mehr. So, jetzt kommen wir erstmal zum Dashboard. So sieht das Dashboard aus. Jo. Die Gangschaltung ist ein bisschen interessant. Es gibt nämlich die Gänge 1, 2 und D. Und dann M. Und halt noch R, ne? Was ganz interessant ist... Ich muss jetzt mal gucken... Okay, wir haben Kollision aus, das ist gut. Was ganz interessant ist noch. Hier bei diesem Gerät, das ist sozusagen das Liebesgerät, dann gehe ich jetzt erstmal Linie ein. 25. Route 3 vielleicht. Steht nichts dran. Route 2, 5. 1. Wieso geht das denn nicht? Komisch. Auf jeden Fall, hiermit stellt man nicht die Zielanzeige ein, sondern die Zielanzeige stellt man nämlich hier oben bei diesem Gerät ein. Allerdings gibt es bei dem Bus noch eine Besonderheit, und zwar so etwas ähnliches wie beim MRN Stadtbus. Und zwar gibt es hier links so ein weißes Buch, und da kann man den Bus auch so ein bisschen konfigurieren. Zum Beispiel die Ticketmaschine kann man noch so machen. Ey, nein. Jetzt habe ich das Buch geklickt. Ticketmaschinen kann man nämlich auch so machen. Hallo! Ich will die Ticketmaschinen ändern. So, dann ist es nämlich so. Aber ich habe es lieber bei der anderen. So finde ich das besser. Dann gibt es zum Beispiel noch Hubcaps. Also hier halt Radkappen. Aber die mache ich. Ja, genau, keine. Markerleit mache ich mal an. Und dann gibt es auch unter anderem noch. Das Display, das ist ja momentan eine Vollmatrix, wenn ich jetzt einmal aufdrücke. Dann ist es eine halb digital und halb Rollband. Nochmal, es ist eine komplett Rollband. Na? Dann ist es so eine andere Matrix-Anzeige. Und die habe ich ehrlich gesagt eigentlich am liebsten sogar. Nochmal, das ist wieder eine Vollmatrix. Aber ich habe am liebsten eigentlich die hier. Deswegen nehmen wir die auch. Da kann man auch die Türen ändern. Entweder, dass sie so sind oder dass sie hier so sind. Aber ich habe sie lieber voll. Genau. Ja, das ist eigentlich auch schon alles. So viel kann ich hier nicht konfigurieren, aber immer noch ein bisschen. Zum Beispiel die Zielanzeige halt. Würde ich sagen, programmieren wir erstmal die Zielanzeige. Und zwar ist das die Linie 02500 und die Route 01 gucke ich erstmal. Nach Eichstätt. Genau. Dann die Route 02. Dann wahrscheinlich nach Diakonissenkrankenhaus. Genau. Route 03. Nach Reifenberg. Da sind wir gerade. Ja. Route 04. Dann nach Diakonissenkrankenhaus. Route 05. Nach Hauptbahnhof N1. Genau.
Es geht nämlich jetzt von hier nur noch zum Hauptbahnhof und dann steht ja eigentlich, die Buslinie geht dann weiter als Linie N1. Aber das tun wir nicht, wir fahren dann weiter als Linie N2. So. Ja, genau, die stochen wir mal an. Würde ich sagen. Waschenverkauf funktioniert anscheinend doch nicht. Weil es ja irgendwie nicht geht. Mir nee, geht nicht. Komisch. Ja, oder? Ach doch, jetzt geht's. Ist ja komisch. Aber war das nicht Route 05? Genau, es war 05, nicht 04. Also Moment. Dienstende. Online 02500. Große 05. Genau, so geht's jetzt. Dann können wir doch Flaschenverkauf anmachen. Ja, würde ich sagen, starten wir mal den Motor. Und dann müssen wir jetzt auch schon bei Zeit mal los, merke ich gerade. Wenn ich mal so auf die Uhrzeit gucke. Fahr mal vor. Hallo. Hallo. Noch jemand mit? Nee, okay, da können wir losfahren. Übrigens, ich habe noch gar nicht zu dem Repaint gesagt. Also, ihr habt das Repaint schon gesehen. Das ist einfach nur ein Standard-Weiß-Blau-Repaint. Da es halt auch für den U405 kein Standard-Repaint gibt. Ich habe den einfach manuell die Hofdatei Rheinhausen gegeben. Deswegen dachte ich, das passt noch so ein bisschen zumindest zum Rheinhausen-Repaint. Es gab auch noch ein blau-gelbes, aber das finde ich irgendwie das blau-weiße schöner. Ach komm, ich muss mich gleich nochmal halten. Was hier halt anders ist als zum Beispiel beim Stadtbus, Überlandbus, dass hier halt wieder eine Engine-Tür ist und dass sie schon halt auch viel schneller öffnen und schließen. Oder auf Nächste Haltestelle, Hester-Lotzi-Schule. Stadtbus-Schule, muss hier bis nach rechts. Nach links sind auch die beide rechts. Weil es ein bisschen knapp. Stopp, 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 stopp. Entschuldigung. Ich bin ein bisschen zu weit gefahren. Ich muss eigentlich nachher mal ein bisschen halt immer nicht gucken, wie das so mit den Türen ist, also ob die manuell sind oder ob die. Achso, ja, stimmt. Ja, okay, gut. Ja, okay. Okay, jetzt schon. Ich stehe gerade links. Nächste Haltestelle, Bauernfeldstraße. Von hinten kein Auto.
Nächste Haltestelle, Bad Kintzauer Straße. Bad Kintzauer Straße. Da wir jetzt auch nur von Reifenberg nach Hoppernow fahren, oh, wir sind hier links, ist die Strecke auch gar nicht so lang. Das sind vielleicht, das sind wirklich sehr wenig Haltestellen. Wäre zu viele wie bei der Linie 15, die wir damals mal gefahren sind. Und trotzdem bin ich eingelenkt, was jetzt eigentlich total unsinnig ist, aber egal. Stopp. Screenshot gemacht. Und dann geht's weiter. Jetzt wird das Thumbnail. Magdeburger Ring. Nächste Haltestelle, Magdeburger Ring. Was ist hier heute die Straße hier? Ach du Scheiße! Ich hab genau das gleiche gesehen. Nächste Haltestelle, Fachhochschule. Shit. Okay, ich bin gerade raus. So. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, da muss ich das einfach so machen. Dass ich das leider immer per Hand mache. Oder? Genau. Nächste Haltestelle zum Neuschloss. Also das muss ich mal das mit der Maus machen, das stimmt zum Testen. Zum Neuschloss. Oh, so, warte, ich muss so, warte. Hier ist eine Haltestelle. Das mal mit dem automatisch manuell. Achso. Ich muss das so wieder machen, okay. Nee, das ist glaube ich auch keine Lösung. Okay. Ich mach das jetzt automatisch. Also die Vordertür kann ich mit den Tasten öffnen, aber die Hintertüren, die muss ich dann immer halt mit der Maus machen. Nächste Haltestelle, Rheinstraße, Betriebshof. Ah ja, genau, hier ist ja der Betriebshof. Wir haben Haltwand, das heißt, ich muss jetzt immer die Türen manuell mit der Maus öffnen. Die zweite Tür, die kann ich auch mit dem Tasten schließen. Und die hinterste Tür, die muss ich halt mit der Maus hier halt betätigen. Manuell. Das ist halt immer ein bisschen nervig. Okay, dann.
Nächste Haltestelle, Hauptpost. Ich denke, wir werden hier die Linie von uns jetzt noch alles in einer Folge schaffen. Aber wenn wir dann halt schon. Ja, ist doch klar, nächste Haltestelle. Ich glaube, jetzt nach dem Post kommt sogar schon. Hoppen wir auf, kann das sein? Oh, wir müssen hier rechts. Shit, und der war schon fast raus. Hat niemand gesehen, Ach du Scheiße, was mache ich denn hier? Oh Gott. Was mache ich denn hier? Hallo, warum sie? Ah, danke, endlich. Ja genau, jetzt noch Hauptpost kommt schon Hauptbahnhof. Komisch, dass hier nochmal jemand einsteigen will. Vor allem ein kleiner Junge. Ein kleiner Junge muss jetzt noch einsteigen. Hallo. Ist ja ein bisschen komisch, ne? So, und weiter geht's. Jetzt wird glaube ich auf dem Hauptbahnhof ein Treffenstück sein. Mal sehen. Ja, genau. Nächste Haltestelle, Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zum Regional- und Fernverkehr, zur S-Bahn und zur Stadtbahn. Diese Fahrt endet dort. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ihre RVB. Sie müsste eigentlich noch sagen, dieser Bus verkehrt weiter als N1. Sollte man eigentlich noch sagen, aber egal. So, mein Fahrplan bekomme ich aber noch nicht. Da wir erst noch zum Steckplatz von der 1 hinfahren müssen. Und dann kann ich auch den Fahrplan. So, hier muss auch das zu Change to N1 rechts. Alter, das ist echt voll dunkel, wenn es hier kommen hat. So, da vorne sind dann die Stellplätze für die Linien N1, N2 und N3. Und auch für die Reisebusse. N3 ist hier, N2 ist hier und N1 ist da. Ja, Hauptbahnhof Zopp. So, aber dann würde ich auch sagen, ach komm, jetzt ist mal unser Fahrplan. Genau. Will ich aber auch sagen, das war's erstmal von dieser Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen.